Hallo Freunde, ich freue mich erneut auf das heutige Video. Eine Immobilieninvestition besteht aus 8 Säulen. Die Miteinnahmen, das Fremdkapital, die Steuervorteile, die Inflation, eine hohe Eigenkapitalrendite, die Wertsteigerung und der Vermögensaufbau. Eine der wichtigsten Säulen einer Immobilieninvestition ist die Steuervorteile. Zu den Steuervorteilen zählen nämlich die Abschreibung, die Renovierungskosten und die Werbungskosten. Die Werbungskosten sind berufliche Kosten, die du steuerlich geltend machen kannst. Aus Sicht des Finanzamts wird eine Immobilieninvestition wie ein Unternehmen behandelt. Ja? Alle Kosten, die mit der Investition zu tun haben, kannst du teilweise steuerlich geltend machen. Ja? Im heutigen Video werden wir uns mit einer Strategie befassen, die viele Immobilieninvestoren umsetzen, um ihren Vermögensaufbau zu beschleunigen. In diesem Zuge werden wir uns mit Steuervorteilen auseinandersetzen. Wenn du mehr erfahren möchtest, bleib einfach dran. Es geht gleich weiter. So, wenn du meinen Kanal zum ersten Mal besuchst, ich heiße Fabrice Zopop, bin Maschinenbauingenieur und gleichzeitig Immobilieninvestor seit 9 Jahren. Ja. Die letzten Jahre habe ich einen soliden Immobilienbestand aufgebaut, sodass ich ein guter Ansprechpartner bin, was Immobilien und Finanzen angeht. Ja. In diesem Kanal geht es um 2 Themen, ja, die finanzielle Intelligenz und das Investieren in Immobilien. Wenn du diese Reise mitmachen möchtest, abonniere am besten meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Wenn du die Glocke aktivierst, dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Ja? Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, schreib mir einfach einen Kommentar. Wenn du meine Expertise brauchst, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Meine Kontaktdaten sind auf dem Display zu sehen. Du kannst mich auch an deine Bekannten weiterempfehlen, damit sie von meinem Wissen auch profitieren können. Ein Daumen hoch würde mich auch sehr freuen. So, kommen wir nun auf unser heutiges Thema, nämlich die Steuervorteile. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du über eine Immobilieninvestition 15.000 Euro vom Finanzamt bekommst. Ja? Diese Strategie ist legal und kann deinen Vermögensaufbau sicherlich beschleunigen. Du musst natürlich vorher eine Immobilie erworben haben und erst dann kannst du diese Strategie umsetzen. Um das Verständnis und die Umsetzung zu erleichtern, habe ich ein konkretes Beispiel aus der Praxis für dich vorbereitet. Im heutigen Beispiel kaufst du eine Immobilie für 200.000 Euro. Ja? Die Immobilie ist eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern. Die Immobilie befindet sich in einer B-Lage. Zu der Wohnung gehört auch eine Garage. Für diese Immobilie übernimmst du die Kaufnebenkosten als Eigenkapital in Höhe von 12,07% mal den Kaufpreis, also 12,07% mal 200.000 Euro. Also hast du hier die Kaufnebenkosten in Höhe von 24.140 Euro. Das entspricht genau 12,07% vom Kaufpreis 200.000 Euro. Die Immobilie ist renovierungsbedürftig und die Modernisierungskosten liegen bei 30.000 Euro. Laut unserer Fallstudie werden Renovierungsarbeiten durchgeführt, nämlich die Elektrik wird erneuert und die Kosten liegen bei ca. 6.000 Euro. Das Badezimmer wird auch modernisiert und die Kosten liegen bei 10.000 Euro. Nehmen wir an, dass das Badezimmer eine Fläche von 6 Quadratmeter hat. Ja? Der Boden wird erneuert, also ein neues Laminat wird verlegt und die Kosten liegen bei ca. 3.000 Euro. Die Wände werden neu gemacht und die Kosten liegen bei ca. 6.000 Euro inklusive Malerarbeiten. Die Wohnung bekommt neue Türen und die Kosten für alle Türen liegen bei ca. 2.500 Euro. Die Wohnung bekommt ebenfalls neue Heizkörper und die Kosten für alle Heizkörper liegen bei ca. 2.500 Euro. Wenn man alles addiert, dann kommt man zu einer Modernisierungssumme von 30.000 Euro. So, du fragst bei der Bank ein Darlehen von insgesamt 230.000 Euro an, also 200.000 Euro für den Kaufpreis und 30.000 Euro für die Modernisierung. Mit einer guten Bonität und ein Eigenkapital in Höhe der Kaufnebenkosten bekommst du folgende Kreditkonditionen. Du bekommst 4,5% Zinsen,
1,5% Tilgung. Das heißt, insgesamt hast du eine Annuität von 6%. Das heißt, der Kapitaldienst liegt bei 230.000 Euro mal 6% geteilt durch 12 Monate. Daraus ergibt sich ein Kapitaldienst von 1.150 Euro pro Monat. Ja? Wir haben ja gesagt, die Immobilie befindet sich in einer B-Lage. Also die Kaltmiete liegt bei ca. 12 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnung ist 70 Quadratmeter groß. Also das heißt, die Kaltmiete ist dann 12 Euro mal 70 Quadratmeter. Daraus ergibt sich eine Kaltmiete von 840 Euro. Wir haben ja gesagt, zu der Immobilie gehört auch eine Garage. Die Garage wird für 60 Euro vermietet. Insgesamt hast du monatliche Mieteinnahmen von 900 Euro. Wie hoch ist dein Cashflow? Dein Cashflow ist gleich die monatlichen Mieteinnahmen minus dein Kapitaldienst minus die nicht umlagefähigen Kosten. Die nicht umlagefähigen Kosten sind Kosten, die du als Vermieter oder als Eigentümer nicht auf den Mieter umlegen kannst. Zu den nicht umlagefähigen Kosten zählen nämlich die Verwaltungskosten, die Bankkosten, die Reparaturkosten, die Instandhaltungskosten und die Rücklagen. Die nicht umlagefähigen Kosten betragen ungefähr 25% der Kaltmiete. Das heißt, in unserem Beispiel betragen die nicht umlagefähigen Kosten ca. 210 Euro. So, wenn wir jetzt diese Zahlen ersetzen, wie hoch ist dann dein Cashflow? Dein Cashflow ist dann 900 Euro, also die Mieteinnahmen, minus den Kapitaldienst, haben wir gesagt 1.150 Euro, minus 210 Euro, die nicht umlagefähige Kosten. Daraus ergibt sich ein monatlichen Cashflow von minus 460 Euro. Wie kann man so einen negativen Cashflow interpretieren? Minus 460 Euro Cashflow bedeutet, dass du jeden Monat 460 Euro zuzahlen musst, damit das Investment funktioniert. Das heißt, mit diesem Investment machst du einen monatlichen Verlust von 460 Euro. Am Ende des Jahres musst du deine Steuererklärung an das Finanzamt abgeben, natürlich nachdem alle Rechnungen vorliegen. Als Vermieter einer Immobilie musst du die Anlage V für die Vermietung und Verpachtung abgeben. Ja? Du hast Werbungskosten, die du steuerlich geltend machen kannst, nämlich der Verlust aus Vermietung. Wir haben ja gesagt, du machst einen negativen Cashflow von 460 Euro, also hast du einen Verlust aus Vermietung von 460 Euro. Du hast auch Transportkosten zu dem Objekt, die du auch in deine Steuererklärung berücksichtigen musst. Ja? Nehmen wir an, dass du 5-mal im Jahr zu dem Objekt gefahren bist. Du wohnst 100 Kilometer entfernt von deiner Immobilie. Die Transportkosten liegen dann bei 5-mal 100 Kilometer mal 2 mal 1 Euro. Daraus ergeben sich Transportkosten in Höhe von 1.000 Euro. Warum liegen die Transportkosten bei 1 Euro pro Kilometer? 1 Euro pro Kilometer sind für Benzin, Versicherung, Wartung und Reparatur des Autos. Ja, du kannst also eintragen. Du kannst mit 1 Euro pro Kilometer rechnen. Für die Verwaltung deiner Immobilie brauchst du einen Laptop und einen Drucker. Nehmen wir an, du hast einen Laptop plus einen Drucker für 1.200 Euro gekauft. Ja? Du musst aber vorher wirklich gekauft haben. Das musst du nachweisen. Deswegen die Belege musst du behalten. Als weitere Steuervorteile haben wir die Abschreibung. Das Haus, wo deine Eigentumswohnung sich befindet, wurde nach dem 31.12.1924 gebaut. Das heißt, du hast eine Abschreibung von 2% mal den Gebäudeanteil. Wie hoch ist dein Gebäudeanteil? Der Gebäudeanteil ist ja 85% mal die Gesamtinvestitionskosten. Nehmen wir an, dass der Gebäudeanteil 85% ist und der Grund- und Bodenanteil 15% ist. Das heißt, der Gebäudeanteil ist 85% der Gesamtinvestitionskosten und der Anteil Grund und Boden ist 15% der Gesamtinvestitionskosten. Die Gesamtinvestitionskosten sind nichts anderes als die Summe aus Kaufpreis und Kaufnebenkosten. Der Kaufpreis liegt bei 200.000 Euro und die Kaufnebenkosten liegen bei 24.140 Euro. Das heißt, die Gesamtinvestitionskosten liegen bei 224.140 Euro. Das heißt, der Gebäudeanteil ist 85% mal 224.140 Euro. Daraus ergibt sich ein Gebäudeanteil von 190.519 Euro. Wir haben gesagt, die Abschreibung ist 2% des Gebäudeanteils. Das heißt, die Abschreibung wäre dann 2% mal 190.519 Euro. Daraus ergibt sich eine Abschreibung von 3.811 Euro pro Jahr. So, bevor wir weitermachen, möchte ich einen technischen Begriff einführen, nämlich den anschaffungsnahen Erstellungsaufwand. Ein anschaffungsnaher Erstellungsaufwand liegt vor, wenn du innerhalb von den ersten 3 Jahren nach Erwerb der Immobilie mehr als 15% des Gebäudeanteils deiner Wohnung
für die Modernisierung ausgegeben hast. In diesem Fall werden die Modernisierungskosten über 40 oder 50 Jahre abgeschrieben. Bleiben wir bei unserem heutigen Beispiel. Wir haben gesagt, der Gebäudeanteil liegt bei 190.519 Euro. 15% des Gebäudeanteils ist dann 28.578 Euro. Wenn wir die Mehrwertsteuer von 19% betrachten, dann liegt die Grenze des Erstellungsaufwands bei 28.578 Euro mal 1,19. Daraus ergibt sich eine Grenze von 34.008 Euro. Wenn du mehr als 34.008 Euro ausgibst, also zum Beispiel 35.000 Euro für die Modernisierung, dann bekommst du 2% von 35.000 Euro pro Jahr 50 Jahre lang. Also du bekommst 700 Euro pro Jahr 50 Jahre lang, wenn das Haus nach dem 31.12.1924 gebaut wurde. Oder du bekommst 2,5% von 35.000 Euro, also 875 Euro pro Jahr 40 Jahre lang, wenn das Haus vor dem 01.01.1925 gebaut wurde. Wenn du aber weniger als 34.008 Euro für die Modernisierung ausgibst, also zum Beispiel 30.000 Euro für die Modernisierung, was unserem heutigen Beispiel entspricht, dann bekommst du vom Finanzamt 42% von 30.000 Euro, also 12.600 Euro bei der nächsten Steuererklärung erstattet, wenn du natürlich einen Spitzensteuersatz von 42% hast. Nun zurück auf unser Beispiel. Du hast Werbungskosten, du hast Verlust aus der Vermietung. Wir haben vorhin gesagt, dass die Immobilie einen negativen Cashflow erwirtschaftet, ja? Und der negative Cashflow lag bei 460 Euro. Das heißt, du hast einen Verlust aus der Vermietung in Höhe von 460 Euro. Du hast Transportkosten zum Objekt und die Transportkosten zu dem Objekt liegen bei 1000 Euro. Du hast für einen Laptop und Drucker 1200 Euro ausgegeben. Du hast eine Abschreibung von 3.811 Euro pro Jahr. Du hast die Immobilie modernisiert und die Modernisierungskosten liegen bei 30.000 Euro. Die 30.000 Euro sind kleiner als die Grenze des Erstellungsaufwands. Ja? Das heißt, insgesamt hast du Werbungskosten in Höhe von 35.855 Euro. Wenn du als Immobilieninvestor einen Spitzensteuersatz von 42% hast, dann bekommst du vom Finanzamt 35.855 Euro mal 42%. Das heißt, aus deiner Investition bekommst du vom Finanzamt 15.059 Euro zurück. Du bekommst 15.000 Euro vom Finanzamt zurück, obwohl die Modernisierungskosten in Höhe von 30.000 Euro von der Bank finanziert wurde. Ja? Die Miete kannst du aufgrund der Modernisierungsmaßnahmen erhöhen und der Wert deiner Immobilie steigt in diesem Zuge. Du erhöhst dadurch deinen Cashflow und deine Eigenkapitalrendite. Schaffst du eine solche Immobilie pro Jahr mit derselben Strategie zu kaufen, dann bekommst du nach 10 Jahren 150.000 Euro vom Finanzamt zurück. Außerdem kannst du nach 10 Jahren die erste Immobilie, die du erworben hast, steuerfrei verkaufen. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du jedes Jahr eine Immobilie verkaufen und die Gewinne steuerfrei mitnehmen. Du siehst also, wenn du finanziell clever bist, kannst du dein Immobilienvermögen mit Unterstützung des Finanzamts aufbauen. Die gute Nachricht ist, dass diese Tricks legal sind. 15.000 Euro vom Finanzamt zu bekommen, ist trivial für einen Immobilieninvestor. Das ist echt finanziell unklug, nicht in Immobilien zu investieren. So, das war's für das heutige Video. Ich hoffe, das Video hat dir gut gefallen. Ich hoffe, du konntest auch von meinem Wissen profitieren. Wenn du solche Videos immer wieder anschauen möchtest, abonniere am besten meinen Kanal. Vergiss nicht dabei, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Somit bekommst du eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Schreib mir einfach einen Kommentar, wenn du Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast. Ich würde mich auf einen Daumen hoch freuen. Wenn du meine Expertise brauchst, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Meine Kontaktdaten sind auf dem Display zu sehen. Du kannst mich auch an deine Bekannten weiterempfehlen, damit sie von meinem Wissen auch profitieren können. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Das war Fabrice von Immogenie. Tschüss, bis zum nächsten Video.